Herzlich willkommen zur Nachtvorlesung online aus dem Hörsaal 505 der Uniklinik in Mainz. Mein Name ist Stefan Schröder, ich bin Chefredakteur der VRM und wir begrüßen Sie hoffentlich, Professor Fahl, zum sechsten und zum letzten Mal in dieser Form der Nachtvorlesung online. Habe ich recht? Das hoffe ich sehr. Wir haben jetzt die sechste Nachtvorlesung online vor uns und so wie sich Corona hier im Moment zu entwickeln scheint, scheinen weitere Nachtvorlesungen vorerst nicht notwendig zu sein. Falls sich die Situation ändern sollte, werden VRM und die Unimedizin natürlich zur Verfügung stehen und wir hoffen aber alle, dass wir es überstanden haben. Heißt das, das ist das Ende der Nachtvorlesung? Überhaupt nicht. Wir warten noch auf das Signal vom Vorstand, wann wir den Hörsaal wieder benutzen dürfen und in welchem Umfang. Nachtvorlesungen sind schon konzipiert, aber wir müssen noch überlegen, wie wir das umsetzen. Wir hoffen, dass wir im September wieder mit normalen Nachtvorlesungen arbeiten können, wissen es aber noch nicht genau, haben das aber erstmal so konzipiert, dass dann der nächste Viererblock kommt. Heißt das Bratwurst, Wein und all diese Dinge, die der Unimedizin so gut gefallen, kommen auch wieder vor? Dazu sage ich in jedem Fall. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir haben das Programm kurzfristig geändert, aber nur in sich. Es ist alles von den Inhalten gleich geblieben. Ich habe als erstes Professor Norbert Pfeiffer, Vorstand der Unimedizin, bei mir. Es gibt jetzt, nehme ich mal an, nichts an Breaking News zu verkünden. Er hat einfach nur einen Anschlusstermin. Professor Pfeiffer, wie ist die Lage im Moment? Sie sehen sehr entspannt aus. Ja, Herr Schröder. Ist das Maske? Nein. Das ist ganz normal Norbert Pfeiffer. Es ist tatsächlich so, dass wir in Bezug auf die Covid-Patienten hier in Mainz eine relativ entspannte Situation haben. Wir haben Stand heute nur 2 Patienten. Allerdings, beide sind krank und ein Patient ist auch sehr schwer erkrankt und bedarf auch der Beatmung, so wie wir das hier auch dargestellt haben. Also man kann weiterhin an Covid-Erkrankungen, aber wir sind achtsam und ich glaube, die Maßnahmen haben alle sehr gut gewirkt. Wir haben mehr als 3 Monate Corona hinter uns. Auch eine Möglichkeit, Erkenntnisse zu wägen, Konsequenzen zu ziehen. Sind Sie dabei, so eine Art Zwischenbilanz zu machen? Ja, auf jeden Fall. Man muss ja immer zum Schluss Manöverkritik machen. Und jetzt, wo diese erste Welle wirklich wieder abgeebbt ist, ist es eine gute Zeit zu sagen, was war denn gut und was war schlecht. Und das haben wir intern gemacht. Wir haben uns ja jeden Tag in einer Lagebesprechung getroffen mit den Leitern der verschiedenen Kliniken, den verschiedenen Institutionen, auch mit dem Ministerium. Und jetzt sitzen wir zusammen und sagen, was war gut und was war nicht so gut, was kann man verbessern. Also das ist unbedingt wichtig vor einer zweiten Welle oder auch vor Covid-21 oder Covid-26, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht so, dass eine Uniklinik die Insel der Seligen darstellt. Auch Sie hatten im Personal, in Kliniken Covid-19-Erkrankte. Ja, selbstverständlich. Wir leben ja nicht außerhalb des Planeten, sondern wir alle verbringen vielleicht 40 oder auch mehr Stunden in der Woche hier, aber eben auch Zeit außerhalb. Worauf ich aber sehr stolz bin, ist, dass wir es doch geschafft haben, durch Ausbildung der Mitarbeiter, durch die Hygienemaßnahmen eigentlich zu verhindern, dass wir uns bei Covid-Patienten angesteckt haben. Wir haben nur einen einzigen Fall, wo wir einen Patienten haben, bei dem wir erst später erkannt haben, dass eine Infektion vorliegt, wo sich eventuell ein Mitarbeiter angesteckt hat. Aber ansonsten hatten wir keine Übertragung von Patienten auf Mitarbeiter. Also insofern, das hatten wir nicht, aber natürlich haben sich Menschen woanders angesteckt und mussten dann in Quarantäne oder behandelt werden. Wie wurde das festgestellt? Haben Sie praktisch alle Mitarbeiter getestet oder hat man Symptome diagnostiziert? Ja, jeder, der Symptome hatte, also die, was Sie alle, die Zuhörer der Nachtvorlesung ja schon kennen, Grippesymptome, aber sich vielleicht auch nur schlecht gefühlt, husten, oder anfänglich jemand, der in einem Risikogebiet war, wurde zunächst einmal so angesehen, wie dass er Covid-19 erkrankt war. Und wir haben dann sehr spezifisch getestet. Ich glaube, wir haben über 1500 Tests bei Mitarbeitern gemacht, im Hinblick darauf, dass sie vielleicht Kontakt hatten, aus einem Risikogebiet waren, Grippesymptome hatten oder sonst etwas. Zusätzlich haben wir eine Reihenuntersuchung bei mehr als 3000 Mitarbeitern gemacht. Wir wollten es wissen und dann haben wir auch eben ganz systematisch getestet.
Gefunden haben wir aber eigentlich nur Erkrankte über solche Mitarbeiter, die eben Symptome hatten, Grippe hatten, sich angesteckt hatten beim Partner in der Familie oder auch im Ausland. Über wie viele Menschen sprechen wir da in absoluten Zahlen? Ja, die absoluten Zahlen kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, aber es ist in der Reihenuntersuchung weiß ich, dass es ein ganz, ganz geringer Prozentsatz ist. Also wir reden da von etwa 1% oder so. Hm. Unter denen, die Symptome hatten und die wir dann spezifisch getestet hat, ist es so eine Handvoll Prozent etwa. Aber da haben wir auch die gesucht, die Symptome hatten und die Covid in der Familie zum Beispiel hatten. Was macht man mit diesen Patienten aus der Mannschaft? Die müssen sofort nach Hause, müssen in Quarantäne. Die allermeisten können ja das zu Hause auch auskurieren. Ich glaube gar nicht, dass wir jemanden hatten, der auch stationär gehen musste. Und zum Glück gar niemand auf Intensivstation, das wüsste ich. Räumen Sie dann die ganze Station leer in so einem Fall? Oder was passiert dann, wenn Sie feststellen, da ist jetzt einer drin gewesen? Nein, aber man testet alle, die entsprechend Kontakt gehabt haben. Wir haben ja ganz, ganz früh auch Mundschutz eingeführt. Damals hat man noch geglaubt, das nutzt nichts. Inzwischen sind alle eigentlich umgeschwenkt und sagen, ja, der Mundschutz ist etwas sehr Wichtiges. Und deshalb, glaube ich, waren wir auch besonders gut geschützt und deshalb haben wir auch innerhalb der Mannschaft das quasi ganz selten weitergegeben. Es gab eben einige Fälle und dann ist es aber eigentlich immer so, nicht im Arbeitsumfeld gewesen, sondern eher da, wo man Pause gemacht hat. Also die Pausenräume haben wir als besonders kritisch eingeschätzt, wenn man eben Mundschutz runternimmt, isst was, spricht miteinander und so. Also so, wie man es auch weiß von allgemein der Ansteckungsgefahr bei Covid-19. Tauschen sich eigentlich die Kliniken in Deutschland aus? Wir haben ja einen spektakulären Fall jetzt Anfang der Woche in Potsdam gehört, wo die Staatsanwälte ermitteln gegen Klinikleitungen, gegen Ärzte, Fahrlässigkeit. Dort hat es aber auch sehr viele Tote gegeben, also auffällig viele in einer Klinik. Sagen Sie dann, oh, wir müssen mal nachforschen, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht haben wir solche Phänomene auch. Ja, es gibt mehrere Netzwerke. Wir sind Koordinationshaus für den ganzen Bereich Rheinhessen-Nahe. Alle Krankenhäuser treffen sich zuletzt heute Nachmittag in einer Videokonferenz. Wir tauschen uns aus, wie macht ihr das, wer testet, wie testet man und so weiter. Das ist ein sehr guter Austausch. Alle Koordinationskrankenhäuser für Rheinland-Pfalz tauschen sich aus. Und alle Universitätskliniker in Deutschland, also 36, tauschen sich ebenso aus, sodass da die Erfahrung direkt weitergegeben wird. Und unter den Universitätskliniker haben wir auch eine Reihe von Forschungsprojekten aufgesetzt, zum Beispiel zur Frage, wie sollte man Mitarbeiter testen, wie sollte man Mitarbeiter informieren, wie ist der Verlauf bei Patienten, was sind möglicherweise Langzeitfolgen. Also da ist eine sehr, sehr enge Netzwerkbildung und das kommt natürlich allen zugute. Wir hatten die letzten Male kurz immer auch noch angeschnitten, wie die Hilfe für ausländische Patienten ausgesehen hat, also solche, die Sie auch bewusst angefordert haben, wo Sie den Franzosen oder den Italienern angeboten hatten oder Niederländern war es auch. Wenn ihr solche Patienten habt, die ihr nicht so versorgen könnt, dann nehmen wir die. Wie ist das ausgegangen? Gibt es da noch welche, die hier liegen? Nein, die letzten ausländischen Patienten sind schon vor etwa 3 Wochen nach Hause gekommen, alle gesundet, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Die waren aber auch alle sehr schwer erkrankt. Wir hatten Patienten aus Frankreich und aus den Niederlanden. Hier möchte ich sagen, da appellieren wir an die Politik, auch europäischer zu denken. Wir haben Patienten aus anderen Ländern übernommen, aber es war nicht immer ganz einfach, schon den Kontakt zu bekommen, aber Patienten von einem Land ins andere zu bekommen. Wir können nicht das Gesundheitssystem für ganz Europa gleich machen, das geht nicht. Aber wenn man es recht bedenkt, gab es nie zu wenig Intensivbetten, wenn man alle Betten in Europa zusammennimmt. Und ich dann denke, das muss besser werden in Europa, dass wir in Zukunft über Landesgrenzen hinaus arbeiten und dann müsste niemand nicht beatmet werden, weil es kein Beatmungsgerät gibt. Das muss besser werden für die Zukunft und das wünsche ich mir von der Politik, dass man diesen Ball aufgreift und da europäischer denkt. Vielen Dank, Professor Norbert Pfeiffer, Vorstand der Unimedizin, jetzt auf dem Weg zum Präsidenten. Alles vielen, Gute. Vielen Dank, Herr Schröder. Meine Damen und Herren, wir haben bestimmte Punkte angeschnitten, die sofort fast übergangslos von unserem nächsten Referenten behandelt werden. Dr. Wolfgang Kohn ist der stellvertretende Abteilungschef der Krankenhaushygiene
Manche kennen ihn von einer unserer vorigen Veranstaltungen. Deshalb ist es besonders reizvoll, ihn jetzt zu hören, wie das, was er damals angeschoben hat, inzwischen bei den Mitarbeitern angekommen ist, was er unter Hygiene versteht, was bleibt davon, was muss man intensivieren und was ist vielleicht mit einer zweiten Welle. Bitte schön, Dr. Wolfgang Kohn. Ja, vielen Dank. Ich warte jetzt, bis Sie genügend weit weg sind. Dann kann ich meinen Mund-Nasen-Schutz mal ablegen. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Ich war hier dankenswerterweise mehrmals zu Gast. Wir haben das eigentlich gehabt vor dieser ersten Welle, also vor der heißen Phase, und haben uns damit beschäftigt, was ist Covid, was kommt da auf uns zu und wie können wir uns vorbereiten. Dann mitten in der heißen Phase, mitten auf dem Höhepunkt dieser Welle, durfte ich Ihnen dann über Hygienemaßnahmen berichten, was ist sinnvoll und wie macht man es. Und nun, ja, beruhigenderweise, wir haben die erste Welle überstanden, sie ist vorbei, die erste Welle, was mit der zweiten wird, werden wir noch sehen. Und die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und Sie kennen das eigentlich schon von der ersten, zweiten und jetzt dritten Nachtvorlesung Richtung Hygiene. Ich erkläre Ihnen nicht, was Hygiene ist, also Verhüten von Krankheiten, sondern mir ist immer wichtig, diese Unterscheidung zwischen proaktiver Hygiene und reaktiver Hygiene, weil das erklärt eigentlich unser gesamtes Vorgehen. Die proaktive Hygiene heißt, wir machen Hygienemaßnahmen, bevor etwas passiert, und die machen wir hart. Und das Ziel ist, dass nie jemand zu Schaden kommt. Das ist sehr effektiv, hat aber den Nachteil, dass viele Leute sagen werden, naja, jetzt haben wir so viel Hygiene gemacht und ist nichts gekommen, war doch alles umsonst. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase. Wir haben die erste Welle richtig gut weggedrückt und jetzt kommen sicher sehr viele, die sagen, ja, die ganzen Hygienemaßnahmen, es ist doch eigentlich nichts passiert. Auf der anderen Seite steht die reaktive Hygiene. Wir warten also ab, was passiert, und gehen da mit harten Maßnahmen rein. Wir hatten zu Anfang darüber gesprochen, dass China diesen Weg gewählt hatte, gezwungenermaßen sozusagen. Und wir haben ja auch gesehen, wie hart die Maßnahmen sein mussten, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und in den letzten Tagen, Wochen ist ja das Thema Schweden in den Medien, die auch diesen Wegen der reaktiven Hygiene gehen und jetzt natürlich knallhart dagegenhalten müssen. Wir haben in Deutschland eher den Weg dieser proaktiven Hygiene gewählt. Und das will ich in den nächsten beiden Kompartiments sozusagen vorstellen. Wir gucken uns zunächst einmal nochmal an, was ist in den Kliniken passiert. Haben Sie gerade auch etwas dazu gehört? Und danach, was bedeutet das für die allgemeine Bevölkerung? Ich darf es nochmal ein bisschen wiederholen. Was sind die Hygienemaßnahmen in der Klinik? Wir haben natürlich auch dieses Mittel des Abstandhaltes hocheffektiv. Wir haben die Händehygiene mit der Händedesinfektion. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Nachtvorlesung mal vorgeführt. Dann Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, je nach Anforderung ist das dann der Mund-Nasen-Schutz, beziehungsweise in Kliniken haben sie noch dichter anliegende Atemschutzmasken, Schutzbrille, Visier zum Schutz der Augen und ein Handschuh und flüssigkeitsdichte Kittel. So in der Bevölkerung hat man davon übernommen, dieses Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Und eine der härtesten Maßnahmen für Patienten, die andere infizieren können, sondern infektiös sind. Und es geht gar nicht da um Covid-19, es geht auch um Influenza, es geht um multiresistente Keime oder Tuberkulose, ist diese Patienten zu isolieren. Das sind knallharte und gute und hocheffektive Maßnahmen, wobei ich immer sagen muss, nicht eine Hygienemaßnahme steht für sich, sondern nur die Kombination wirkt. Jede Maßnahme muss ihren Beitrag bringen. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen zu diesen Maßnahmen. Dass der Abstand hocheffektiv ist, ist uns, glaube ich, allen irgendwie vom Gefühl her geläufig. Trotzdem kriegt man immer die Fragen, ja, wie viel hilft das denn eigentlich bei Covid-19? Man hatte bisher dazu noch keine richtigen Daten. Unlängst ist aber eine sehr schöne Meta-Analyse gekommen, also vergleichende Studie, die 25.000 Patienten mal betrachtet hat und geschaut hat, wie hoch war das Übertragungsrisiko von diesen infizierten Patienten. Man hat zeigen können in der Auswertung, dass unter einem Meter so ungefähr das Übertragungsrisiko von 13% war. Und schon wenn man über einen Meter Abstand hatte, ist das gesunken auf 2,6%. Also ein relativ dramatischer Effekt. Und jeder Meter mehr, also 2 Meter, ist dann die Hälfte dieses Übertragungsrisikos. Also auch diese Zahlen zeigen für Covid-19, MERS-SARS war damit eingebunden, dass das wirklich hocheffektive Maßnahmen sind. Vielleicht auch für die Öffentlichkeit nochmal ein kleines Statement zu diesen Schutzvisieren. Wir nutzen die, oder die Schutzbrillen nutzen wir, um die Augen zu schützen. Auch darüber können Infektionserreger übertragen werden. Stellen Sie sich vor, jemand spuckt einen an, dann hilft halt dieses Schutzvisier enorm. Aber es schützt nicht vor Aerosolen. Ja, das heißt, der Mund-Nasen-Schutz kann kein Schutzvisier ersetzen. Also immer Schutzvisier plus Mund-Nasen-Schutz.
Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, Isolation, eine der härtesten und effektivsten Maßnahmen, ist aber sehr belastend. Zunächst für den Patienten schön. Isolation heißt, ich bekomme ein Einzelzimmer, ich freue mich, das ist klasse. Ja, aber wenn ich dann merke, ich darf dieses Zimmer nicht mehr verlassen und Besucher und Personal kommen nur noch vermummt hinein, ist das eine sehr, sehr belastende Situation. Deshalb versuchen wir auch, sehr schnell diese Isolation auflösen zu können, dass man also diesen Patienten von dem Infektionserreger befreit, beziehungsweise versucht, ihn auch sehr schnell wieder nach außen zu entlassen, damit man diese wirklich beklemmende Situation sehr schnell lösen. Es wird uns gleich nochmal begegnen. Das war sehr effektiv in den Covid-Zeiten. Professor Pfeiffer hat es ja eben auch angesprochen. Wir haben sehr, sehr schlimme Fälle gehabt. Es gab auch Todesfälle, das wissen Sie. Aber wir haben mit diesen Maßnahmen eine Ausbreitung in der Klinik sehr effektiv verhindern können. Ja, das sind tolle Hygienemaßnahmen, sind proaktive Hygiene. Wir wollen nicht, dass etwas weiteres passiert. Und ich kann Ihnen versprechen, auch nach der Covid-Zeit, die Frage war ja, was bleibt? Es wird so bleiben. Es war immer schon so, dass Kliniken proaktiv arbeiten. Es darf nichts weiteres passieren. Und das hat nicht nur mit Covid-19 zu tun, sondern auch mit anderen Erkrankungen, Tuberkulose, Influenza und so weiter und so fort. Das heißt, wir bleiben dabei. Sie sind also sicherer, wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, als zu Hause, weil da fahren diese harten Maßnahmen, dass nicht irgendein Patient, der Infektionserreger trägt, Sie anstecken kann. Es wird so bleiben, aber trotzdem haben wir natürlich aus dieser Covid-Krise auch ein bisschen gelernt. Wo waren Schwachpunkte? Wir haben gelernt, dass dieser Erreger des Covid-19 enorm schnell ist und enorm viel auftreten kann. Und das hat uns so etwas an die Grenzen bei der Vorratshaltung von persönlicher Schutzausrüstung gebracht. Darüber haben Sie auch in den Medien gehört. Ja, wir haben nicht genug Masken etc. pp. Aber es betraf auch Verbrauchsmaterial. Gerade wenn Sie an beatmete Patienten denken, da braucht man Beatmungsschläuche, auch da wurde es etwas eng. Man hatte einfach Probleme bei der Nachlieferung, weil viele dieser Materialien einfach auch in China hergestellt wurden. Und China hatte andere Probleme, als jetzt etwas herzustellen. Wir haben daraus etwas gelernt. Es gibt jetzt Lagerkapazitäten in den meisten großen Kliniken, aber bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, wir halten dann jahrelang durch, sondern das ist, dass man so auf Wochen geplant hat. Da kann man durchhalten, da braucht man schon sehr viel Material. Nach wie vor ist natürlich das Problem eine Abhängigkeit von Nachlieferung. Das werden wir im Nachhinein auch diskutieren müssen. Was heißt es, von Ländern abhängig zu sein? Was heißt es, wenn es das mal zusammenbricht? Und das Ganze gilt nicht nur für die Kapazität bei persönlicher Schutzausrichtung und Verbrauchsmaterial, sondern auch bei Petten und Personal. Wir führen Kliniken heutzutage ja eher wie große Wirtschaftsunternehmen. Es muss effektiv sein. Man hält keine Überkapazität. Und das war so ein Problem im ersten Augenblick dieses Ausbruchs der Pandemie. Wir hatten keine Überkapazität. Es war auch einer der Gründe dieses Lockdowns, dass die großen Kliniken die Chance hatte, Überkapazitäten aufzubauen, um dann den Patienten, die kamen, auch entsprechend medizinisch zu versorgen. Man hat da in Deutschland 2-3 Wochen gebraucht, um auf diese Kapazitäten zu kommen. Es hat auch sehr gut funktioniert, das muss man sagen. Ich kann Sie sehr beruhigen für die zweite Welle. Es gibt nach wie vor diese Kapazitäten, ja, und wir können innerhalb von 72 Stunden die auch noch extrem aufbauen. Trotzdem muss man auch hier auch an den Gesetzgeber einmal die Forderung stellen, man sollte vielleicht die zukünftigen Rahmenbedingungen so wählen, dass es muss ja nicht jede Klinik haben, aber dass man auch für solche Fälle vorbereitet ist. Was auch so eine Erfahrung war mit Besuchsregeln, wir haben gesehen, dass der Eintrag von außen von Covid-19 über Besucher natürlich geschehen kann. Man hat die Besuchsregeln bis heute sehr stark eingedämmt und ich denke, das ist auch, wenn Covid-19 vollständig verschwinden würde, ist es wirklich etwas, was sich ein Besucher auch durch den Kopf gehen lassen soll. Gehe ich in einer Klinik, habe ich selbst eine Infektion, nicht Covid-19, Influenza oder huste ich oder habe ich eine kleine Erkältungskrankheit. Ich gehe in einer Klinik und gefährde vielleicht meinen Angehörigen. Also da wird da auch in Zukunft so ein bisschen an das Bewusstsein der Besucher appelliert, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen begrenzt. Es war hier ganz, ganz hilfreich, dass wir diese Besuchsregelungen hatten. Das war so jetzt so ein bisschen, was können wir machen, was war nicht so gut. Es gab aber Sachen, die ich fantastisch fand und über die haben wir eigentlich nie richtig gesprochen. Und da komme ich aus meinem eigenen Gebiet, Hygieneregeln. Hygienestrukturen. In solchen Situationen brauchen Sie unglaublich viel Hygienepersonal. Sie müssen auch Personal schulen. Sie müssen die Leute mitnehmen. Sie müssen Vorgaben haben. Sie müssen Pflichtschulung haben. Und das hat perfekt geklappt. Also ich spreche jetzt für unsere Klinik, also auch da dank auch den Kollegen und Mitarbeitern. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Das alles wäre aber nicht möglich gewesen, hätten wir diese Strukturen nicht gehabt.
Und wir haben diese Strukturen, weil der Gesetzgeber 2011 erkannt hat, dass die Krankenhaushygiene in Deutschland relativ schlecht aufgestellt hat und hat dahingehend das Infektionsschutzgesetz geändert. Danach gab es eine Änderung der Landeshygieneverordnung. Ich bin mir absolut sicher, wenn wir das nicht gehabt hätten, hätte man diese Krise nicht so gut meistern können. Also da muss man auch mal den Gesetzgeber, von dem wir sonst immer fordern, mal ausdrücklich loben. Das war eine fantastische Aktion, die uns auch viel, viel, viel geholfen hat. Und der letzte Punkt, der auch sehr gut gelaufen ist, Professor Pfeiffer hat es eben auch angesprochen, diese Interaktion. Die Kliniken haben ja nicht nur für sich alleine gearbeitet. Ja, sondern es ging um die Bevölkerung. Auch da waren die Ausbrüche. Es gab fantastische Interaktionen auch mit den Gesundheitsämtern. Hier im Landkreis war es so, dass die Krankenhaushygieniker der großen Kliniken und das Gesundheitsamt sich jeden Tag unterhalten haben, um eine einheitliche Linie zu fahren. Und von Professor Pfeiffer haben Sie eben gehört, dass das auch auf der Leitungsebene der Kliniken erfolgt ist. Und auch die Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Gesundheitsministerium ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und das hat viel dazu beigetragen, dass wir die erste Welle sehr gut gemeistert haben. Und da bin ich eigentlich schon bei dieser Interaktion nach außen mit den Gesundheitsämtern, eigentlich auch bei den Hygienemaßnahmen bei der Bevölkerung. Das war ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach eine Ausbreitung in der Bevölkerung, weil es einfach so schnell ging, dieses Covid-19 ist unglaublich schnell, dass man das verhindert. Und da haben Sie ja, muss ich jetzt auch sagen, auch einen großen Anteil, auch über diese Nachtvorlesung. Man hat auch über die Medien das in die Bevölkerung gebracht und diese Händehygiene mit Händewaschen und Vermeiden von Händeschütteln, das haben wir oft besprochen. Und wenn Sie rausgehen, dann sehen Sie, da ist doch eigentlich geschehen. Also das Händeschütteln, umarmen, das sehe ich kaum noch. Das Abstand halten ist da, nimmt jetzt ein bisschen ab, aber ist es da. Und der Mund-Nasen-Schutz ist da. Das ist fast schon, ja, wir kennen es, wir laufen damit rum. Und vielleicht erinnern Sie sich, in der ersten Nachtvorlesung habe ich gesagt, na, wir haben ganz wenige Fälle von diesem Covid-19-Erreger. Da ist der Mund-Nasen-Schutz nicht gut, weil der verdreckt, der ist nicht ganz dicht. Das sollte man nicht machen. Und dann hat man während der Hochzeit so viele Fälle, dass einfach der Nutzen des Mund-Nasen-Schutzes einfach den Nachteil überstiegen hat. Und ich denke, das war eine wirklich der besten Maßnahmen, die man auch in der Bevölkerung gemacht hat, diesen Mund-Nasen-Schutz einzuführen. Und nach wie vor sind wir auf dem Niveau, wir haben immer noch Covid-19-Fälle und es hilft. Und auch die Isolierung haben wir letztendlich gemacht. Ja, Menschen in der Bevölkerung, die aufgefallen sind und Covid-19-Infektionen hatten, sind ja isoliert worden. Das hat auch zu Anfang sehr, sehr gut geklappt. Ist dann aber zusammengebrochen mit diesen Fällen in Heinsberg. Man hat die Nachverfolger auch nicht mehr hinbekommen. Es waren 300 Leute, die man nachverfolgen musste. Man sah nicht mehr richtig, was da los war und war dann gezwungen, diesen harten Lockdown zu machen. Das heißt, wir waren die ganze Zeit eigentlich in dieser proaktiven Hygiene unterwegs. Also verhindere, dass Menschen zu Schaden kommen. Mittlerweile natürlich mit ersten Lockerungen, das ist klar. Aber wir waren in der proaktiven Hygiene. Und Sie fragen sich natürlich, war das gut? Was hat uns das geholfen? Da möchte ich einen kleinen Vergleich mit den Ländern machen, die das nicht machen konnten. Wir nehmen mal jetzt Spanien und Italien, bei denen, die sind ja überrascht worden. Und ich nehme mal Todesfälle pro 1 Million Einwohner, weil man muss normieren, ja, große Länder haben natürlich mehr Todesfälle. Da ist es bei Spanien und Italien so, mit Stand von gestern, die haben etwa 580, 570 Tote pro 1 Million Einwohner. Bei uns in Deutschland, die wir sehr proaktiv gefahren sind, sind es 100, also ein Sechstel. Ich finde das sehr hochaktiv. Also proaktiv finde ich das und sehr hocheffizient. Und auf der anderen Seite haben wir diese Länder, die da entweder etwas zu spät angefangen oder haben oder sich wissentlich für eine reaktive Hygiene entschieden haben und gesagt, wir lassen es erstmal laufen und gehen dann rein. Das ist Großbritannien, sie ändern sich, Spanien, Italien, 570, 580. Großbritannien sind 621. Die sind schon mit mehr Todesfällen und es steigt. Gestern nochmal 184 Todesfälle für die gesamte Bevölkerung dazu. Ja, also das ist durch. Und auch Schweden, was immer so ein Vorbild war, wir gehen reaktiv. Die haben auch gute Gesundheitssysteme, die können auch viel abfangen, das muss man auch sagen. Aber auch da sind es mittlerweile fast 500 Tote pro 1 Million Einwohner. Das heißt, die sind in der Größenordnung von Spanien und Italien. Das zeigt uns, wie schwer es gerade bei diesem Covid-19 ist, reaktiv zu arbeiten, das wegzuhalten. Wir sind also gut unterwegs und jetzt würde ich hier gerne stehen und sagen, jetzt machen wir weiter proaktiv, nur das belastet. Und ich hatte eben schon bei den Patienten gesagt, eine Isolierung halten Sie nicht lange durch, das geht nicht. Irgendwann müssen Sie die Maßnahmen lockern und das ist jetzt auch bei uns so. Ja, wir müssen Isolierung locken, wir müssen auch die Schulen wieder, wir haben sie teils geöffnet, auch hocheffektiv, hat gut geklappt und wir müssen sie jetzt voll wieder laufen lassen. Das ist gar keine Frage. Das heißt, wir werden jetzt in unserem Schema, was uns jetzt in 3 Nachtvorlesungen Richtung Hygiene eigentlich
begleitet hat, wieder von der proaktiven Hygiene mehr in die reaktive gehen. Das erfolgt jetzt schon. Und was passiert? Sehen Sie, Sie hören in den Medien jetzt Ausbrüche. Ja, Sie hören Göttingen 300 oder irgendeine Kirchenveranstaltung auch, so 200, 300, Versammlung, man hat eine Feier gemacht, 200, 300. Ja, wir sehen wieder, dass es Ausbrüche gibt und wir müssen jetzt einfach wieder eher reaktiv gegen diese Ausbrüche halten. Mir scheint, es stellt sich so ein bisschen ein, dass man sagt, es ist alles vorbei. Die erste Welle vorbei, es ist alles vorbei. Nein, ist es nicht. Wenn Sie vergleichen diese 300 Menschen, die man dann letztendlich verfolgt, isoliert, das alles begrenzt, das ist genau die Situation, die wir in Heidelberg hatten. Nur in Heidelberg haben wir es am Ende nicht mehr geschafft und dann kam der Lockdown. Wir haben den Lockdown genutzt, um uns besser aufzustellen, auch die Gesundheitsbehörden. Und das hat, nehmen wir Göttingen, nehmen wir Bremerhaven und weitere, denke ich, bisher relativ gut geklappt. Ja, wir haben letztendlich die relativ gut zusammengehalten. Gestern mit diesem Ausbruch mit mehr als 7000 Menschen da in Nordrhein-Westfalen. Ich denke, das wird jetzt hochspannend, ob das noch funktioniert. Also Sie sehen, wir müssen alles machen. Wir sind noch mittendrin. Wir müssen jetzt alles machen, dass wir nicht sozusagen in eine zweite Lockdown-Phase kommen. Deshalb ist mein Appell, wir haben vieles geschafft und es sieht gut aus. Aber halten Sie bitte, wie gewohnt, die Hygienemaßnahmen. Ich habe sie Ihnen so oft erklärt, deshalb erzähle ich dazu nichts mehr so dazu. Aber es gibt eine ganz, ganz einfache Verhaltensregel. Verhalten Sie sich so, als hätten Sie den Covid-19-Erreger in sich. Halten Sie Abstand, machen Sie Händehygiene. Und dann werden Sie mit dafür sorgen, dass es die zweite Welle nicht gibt. Beziehungsweise wir durchhalten, bis wir entsprechende Impfstoffe haben oder Medikamente. Und darüber werden wir ja wahrscheinlich gleich etwas hören. Vielen Dank, Dr. Kohn. Das war nochmal eine kleine Ermahnung. Außerdem ein Hinweis darauf, dass wir es selber in der Hand haben, ob wir uns und andere schützen oder nicht. In dieser Reihe werden Sie nicht mehr auftreten, aber vielleicht gibt es noch mal eine Gelegenheit, in einer späteren Nachtvorlesung noch mal auch Revue passieren zu lassen, wie alles verarbeitet worden ist und was draus geworden ist. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Viel diskutiert wird im Moment, was dieses Virus indirekt angerichtet hat. Also wie viele Krankheiten wurden nicht behandelt, wie viele wurden nicht erkannt. Und vor allen Dingen haben gelitten die niedergelassenen Praxen, weil auch dort die Sorge der Patienten offenbar groß war, dass man sich in irgendeiner Form ansteckt, dass man einen Fehler macht, dass man sich dort mit Menschen tummelt, die man besser nicht treffen sollte. Deshalb haben wir überlegt, wir nehmen mal einen Fachmann aus dieser Szene, einen niedergelassenen Internisten. Ich begrüße deshalb bei mir Dr. Christoph Lembenz, der noch einige andere Besonderheiten mitbringt. Denn er war einer der ersten, die überhaupt hier in der Stadt mit Tests begonnen haben, beziehungsweise mit Abstrichen für Tests, die dann ein Institut für ihn übernommen hat, sogar ein Drive-in-Testcenter eingerichtet. Er behandelt chronische Patienten und macht auch Nachbehandlungen und wird uns jetzt in seinem Vortrag genau darüber berichten. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal auch, dass ich hier mit dieser Nachtvorlesung sein darf, weil das ist ja eine ungeheuer spannende Situation. Wir haben es gerade gehört, was haben die Kliniken alles geleistet und es ist so unendlich viel gut gemacht worden. Aber ich möchte sagen, das ist auch ein Stückchen weit Verdienst, dass wir einen Vorfilter einbauen konnten, dass wir im ambulanten Bereich eben auch getestet haben, dass nicht alle Menschen in die Klinik gelaufen sind oder gar sofort ein paar Tage stationär behandelt worden sind. Sie haben es gesagt, wir waren eine der ersten Praxen, die abgestrichen haben. Wir haben den ersten Abstrich gemacht am 2. und 3. diesen Jahres. Wir haben mittlerweile knapp 900 Abstriche. Unsere Bilanz, die natürlich nicht repräsentativ ist, sieht so aus, dass von diesen Testungen 46 positiv ausgefallen sind. Von diesen 46 positiv Getesteten mussten 12 im Krankenhaus behandelt werden. 2 Patienten waren intensivpflichtig, 1 Patient wurde beatmet und dieser Patient ist dann leider auch verstorben. Die Pandemie hat uns im niedergelassenen Bereich massiv überrascht und eingeholt. Und unser Problem in den ersten Wochen war, wir haben effektiv selbst den primitiven Schutz, selbst die Mund-Nasen-Maske nicht mehr bekommen.
Aber das hat sich mittlerweile ganz gut eingespielt, denn Sie können sich vorstellen, wenn wir abstreichen, braucht unser Personal, brauchen wir einen Vollschutz, das heißt nicht nur das Visier, nicht nur die Schutzbrille, nicht nur den Mund-Nasen-Schutz, braucht auch einen Ganzkörperschutzanzug und der muss natürlich nach jedem Abstrich gewechselt werden. Das ist also am Anfang sehr schwierig gewesen, hier die optimalen Voraussetzungen zu schaffen. Etwas, was wir als Niedergelassene gerne jetzt mit den Kliniken diskutieren würden und gerne auch mit den Kliniken leisten würden, ist die Nachkontrolle der Patienten. Also in unserer Praxis haben wir einige Patienten, die haben schwerste Lungenveränderungen davongetragen und sind heute noch medikamentenpflichtig, weil sie sonst den Belastungen des Alltags nicht gewachsen wären. Und hier ist es wichtig, dass wir in der Euphorie, der Patient ist aus der Quarantäne entlassen, der Patient gilt als gesund, nicht dazu übergehen, dass wir sagen, nun gut, alles vorbei, und dann überrascht werden, wenn zum Beispiel Komplikationen seitens der Lunge, aber auch seitens des Herzens oder, wie jetzt seit einiger Zeit bekannt ist aus japanischen Studien, sogar seitens der Nieren auftreten. Deswegen möchten wir Niedergelassene dafür sorgen, dass die Patienten sorgfältig und gut nachbeobachtet werden. Und ich denke, das gelingt in Kooperation, in Absprache mit den Krankenhäusern sehr gut, wie überhaupt diese Kooperation aus dem niedergelassenen Bereich zum stationären Bereich für die Bewältigung dieser Krise, aber auch für die Bewältigung vieler anderer Krankheiten extrem wichtig sind. Es wurde angesprochen, die Praxen sind auf einmal leerer geworden. Was heißt denn das? Sind die Leute jetzt auf einmal gesund? Also wenn vorher in einer Vormittagssprechstunde 40 Leute gesessen haben, waren das jetzt vielleicht 5. Wo sind die geblieben? Und wenn Sie die Zahlen der Fachgesellschaften sehen, dann haben Sie auf einmal von den Neurologen gehört, wir haben nur noch ein Drittel aller Menschen mit Schlaganfällen gesehen. Wir haben weniger Herzinfarkte gehabt. Hat Covid geheilt? Tolle Entwicklung. Nee, das war falsch. Sondern die Menschen hatten Angst. Etwas, was wir nicht fassen können, macht uns Angst. Und etwas, was wir nicht fassen können in der Sicherheit, gibt uns ebenfalls das Gefühl der Angst. Und deswegen sind die Menschen am Anfang den Appellen sehr gut gefolgt. Geht nur nicht in die Praxis, geht nur nicht ins Krankenhaus. Und dann wurde vielleicht auch das ein oder andere völlig falsch verstanden. Und wir stehen jetzt erst am Beginn des Verstehens, was da passiert ist. Es war gut, dass wir so gehandelt haben, weil wir haben wenig Komplikationen. Wir haben wenig, wirklich bis zum Tod wenig Verlaufsfälle in dieser Art, gemessen an europäischen Vergleichen. Aber wir müssen jetzt lernen, dass bei bestimmten chronischen Erkrankungen es wichtig ist, dass die Menschen sich wieder getrauen. Und deswegen war der Beitrag ebenso immens wichtig. Nicht nur die Hygiene in den Kliniken, auch die Hygiene in den Praxen muss ganz akribisch durchgeführt werden. Und das sind zunächst die Basisdinge, die Sie ja dann schon mehrfach hier erwähnt haben. Auch in der Praxis bringt es gar nichts, wenn Sie auf einmal an der Anmeldung einer Praxis dicht auf dicht stehen. Da müssen die Abstandsregeln gehandelt werden. Wir fordern zum Beispiel in unserer Praxis, dass die Patienten von Betreten der Praxis bis zum Verlassen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist wichtig. Und wir haben bei unserem Personal Auflagen, die über das Visier, über den Mund-Nasen-Schutz, über die Handschuhe laufen, dass wenn automatisch beim Blutentnehmen oder anderen Maßnahmen ein engerer Kontakt erfolgt, die Sicherheit für beide Seiten gewährleistet ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Praxis mit 12 Angestellten betreiben und toi toi, wir sind gut durchgekommen, wir hatten keine Infektionen, wir hatten keine Notwendigkeit der Quarantäne innerhalb der Praxis. Das bedarf eines täglichen neuen Schulens, Sie sprachen es ja an, man muss schulen, man muss immer wieder kontrollieren und man muss, so simpel das klingt, auch immer wieder neu dafür sorgen, dass die Händedesinfektion frei zugänglich ist und so funktioniert, dass man nicht irgendwelche Griffe berühren muss, um sich da möglicherweise zu infizieren. Wir sind, das wurde gesagt, in der komfortablen Lage, ein Drive-In zu haben, aber wir haben auch 2 Wartezonen, wir haben Eingang und Ausgang. Man kann uns erreichen über 2 verschiedene Häuser, sodass also der Infizierte oder fraglich Infizierte überhaupt keinen Kontakt mit einem, ich sage mal, gesund Kranken, einem chronisch Kranken hat.
Und das ist bei vielen Praxis so gegeben. Und deswegen mein Appell. Wir brauchen jetzt wieder die Nachkontrollen der vielen schweren chronischen Erkrankungen. Wir haben in dieser Pandemie erleben müssen, wie Dinge, die wir mühsam durchgesetzt haben, zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle des Diabetes, der Zuckerkrankheit, die regelmäßige Kontrolle des Bluthochdrucks, dass die auf einmal vernachlässigt wurden. Natürlich, Leben ist wichtiger als die Blutdruckeinstellung. Leben ist wichtiger als die Zuckereinstellung. Aber wir haben diese regelmäßigen Kontrollen ja in der Vergangenheit durchgesetzt, weil wir gelernt haben, dass die regelmäßige Kontrolle und die daraus erfolgende Konsequenz einer besseren Krankheitseinstellung wichtig sind, dass keine Spätfolgen kommen. Und ich spreche jetzt als Diabetologe. Wir haben nicht irgendeine Zahl, die wir verfolgen, sondern wir haben Folgeerkrankungen, die sehr, sehr gravierend sind. Das ist zum Beispiel die Erblindung, das ist zum Beispiel die Niereninsuffizienz, das sind zum Beispiel Amputationen von Extremitäten, die, wenn der Diabetes schlecht eingestellt sind, auf einmal kommen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der jetzigen Phase der Lockerung unter Beachtung aller Kriterien der Hygiene in der Praxis den Menschen die Angst nehmen, in die Praxen zu kommen. Sie können wiederkommen, sie können vertrauen, dass sie sich dort nicht infizieren. Und ich habe da so einen Satz von Herrn Pfeiffer im Hinterkopf bei einer der vorigen Nachtvorlesungen, der sagte, sie infizieren sich eher im Supermarkt als bei uns im Klinikum. Und ich darf es sagen, sie infizieren sich 100-mal eher im Eiskaffee, als wenn sie zu uns in die Praxis kommen und sich da untersuchen lassen. Und hier müssen alle Beteiligten auch wieder daran arbeiten, dass diese Kontrollen wirklich stattfinden, damit wir nicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 3 Jahren vor einem Scherbenhaufen stehen und sagen, hätten wir nur noch mal nachgeguckt. Und Kliniken haben berichtet, dass zum Beispiel eine Herzschrittmacherkontrolle nicht regelmäßig stattgefunden hat. Das ist etwas, was gar nicht geht. Also wir brauchen auch hier wieder eine Normalität. Kinder wieder in die Kindergärten, Schulen sollen öffnen, aber bitte die Kranken auch wieder zur Nachkontrolle kommen. Ein ganz wesentlicher Punkt und eine Frage, die die Ängste der Menschen so widerspiegelt, ist die Frage, nicht nur, wie können wir uns schützen, da haben wir ja schon in dem vorigen Beitrag sehr viel gehört, sondern auch die Frage, wann können wir uns durch eine Impfung schützen? Da werden wir sicherlich heute Abend auch noch was drüber erfahren und hoffentlich werden wir uns bald schützen können, aber auch das ist der bittere Lernerfolg von vielen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Grippeepidemien. Wenn wir uns gegen das eine Virus schützen konnten, konnten wir uns gegen den Schiff des nächsten nicht schützen. Also wenn wir Covid-19 beherrschen, was wird mit Covid-21, was mit Covid-26? Wir wissen es nicht. Wir müssen einfach das abwarten. Aber, und auch das ist etwas, was wir in der Praxis beobachten, eine gewisse Impfmüdigkeit, die über viele, viele Jahre sich entwickelt hat, weil es ging ja so gut, wird jetzt rumgedreht. Und ich möchte das exemplarisch an 2 Impfungen darstellen. Das ist zum Beispiel die Impfung gegen Lungenentzündung. Dieses wunderbare Angebot mit einer sicheren Impfung für den Menschen über 60 wurde vor der Covid-Epidemie von nur knapp 40% wahrgenommen. Jetzt sind wir immerhin bei fast 65%. Und das muss noch weiter steigen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir die Menschen sensibilisieren, zu Impfungen zu kommen und sich impfen zu lassen. Die Impfung ist neben der Hygiene das wichtigste Instrument, um eine Volksgesundheit wieder zu garantieren. Und da gibt es viele andere Dinge, wie zum Beispiel auch, dass wir, wenn die nächste Grippewelle kommt, uns selbst rüsten durch die Grippeimpfung und nicht im September, Oktober vergessen haben, was wir uns im März, April diesen Jahres vorgenommen hatten. Das bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, das bedarf eines gemeinsamen Tuns und das bedarf einer guten Kommunikation zwischen uns Niedergelassenen und den Kliniken. Dankeschön. Vielen Dank. Dr. Lemmens ist Profi, das haben Sie gemerkt, auf die Sekunde genau war sein Vortrag zu Ende. Ich tue es natürlich ungern, weil es Konkurrenz ist.
Lembens ist Chefredakteur einer Zeitung, ja, nebenher. Das ist aber ein exklusives Exemplar, das bekommt man nur bei Ihnen in der Praxis. Jetzt kann ich etwas ruhiger schlafen, also die AZ wird noch eine Chance haben in Mainz. Hier geht's auch um spannende Themen, habe ich gelesen. Sie kriegen Rezepte für Spaghetti, Sie kriegen aber auch Hinweise aus der Wissenschaft. Sie kriegen auch eine Einladung zum Tee. Also es ist nicht ganz wie in der Eisdiele, von der gerade die Rede war, aber dieser Arzt arbeitet mit sehr interessanten Mitteln. Vielen Dank, Dr. Lembens, und alles Gute für die Praxis und für Sie. Dankeschön. Ja, wir haben es schon mehrfach angesprochen. Die Immunologie beschäftigt uns heute im Schwerpunkt, denn das haben wir nun mittlerweile kapiert. Die Herdenimmunität erreichen wir nur entweder über Hunderttausende von Toten oder über eine Impfaktion, und das Impfen hat etwas mit dem zu tun, mit den unendlichen Weiten des Körpers, die zwei Gäste bei uns heute ein wenig aufklären werden. Ich begrüße bei mir Professor Stefan Tänzer, hier direkt am M von der Allgemeinen Zeitung, und Professor Tobias Bob dort drüben am Flügel. Professor Bob ist Lehrstuhlinhaber für molekulare Immunologie und Direktor des Instituts für Immunologie. Und Professor Tänzer ist Lehrstuhlinhaber für Proteomanalytik, quantitative Proteomanalytik. Und das ist natürlich gleich eine Frage. Was ist das, was Sie lehren? Wir beschäftigen uns damit, wie man Eiweiße in Zellen, in Körpern, in Tumoren nachweisen kann. Wir interessieren uns dafür. Ruhig ein bisschen lauter noch. Wir interessieren uns dafür. Die Tausende da draußen müssen uns ja verstehen können. Wie unterscheiden sich Tumorzellen von normalen Zellen? Ja. Welche Proteine spielen eine Rolle bei der Entstehung von Tumoren oder auch aktuell natürlich, wie reagieren Zellen auf eine Infektion mit dem Coronavirus? Das führt zu Veränderungen in den Bausteinen in der Zelle und damit natürlich zu einer Reaktion der Zelle auf diese Antwort. Um diese Reaktion zu verstehen, müssen wir nachweisen, welche von diesen Proteinen sich ändern. Das heißt, wir haben ja auch mit Grundlagenforschung zu tun, die aber, das ist der Vorteil bei einer Uniklinik, direkt auch sozusagen in die Therapie übergeht. Professor Bob ist Experte für die verschiedenen Zelltypen im Immunsystem. Also ich sage mir immer, mit Elon Musk hätten wir jetzt zum Mond fliegen können. Bald kennen wir uns wahrscheinlich auf dem Mond besser aus als der gemeine Bürger in unserem Körper. Natürlich gilt das nicht für Sie, aber deshalb haben Sie jetzt die wichtige, die schwierige Rolle, uns mal diese Komplexität dieses Immunsystems im Körper einfach zu erklären. Am besten gucken Sie mich dabei gedanklich an, weil ich bin hier der Depp vom Dienst. Ja, vielen Dank, Herr Schröder, auch für die Ausführung Ihrer Rolle hier. Nein, ich habe tatsächlich heute jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen das komplexe Immunsystem darstellen zu können. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir tagtäglich noch was dazulernen dürfen. Gott sei Dank ist das so, weil wir natürlich hier an der Universitätsmedizin sind, um das Immunsystem immer besser zu verstehen, immer besser vielleicht auch in solchen Situationen, wie wir es jetzt mit diesem SARS-CoV-2, dieser Covid-19-Erkrankung haben, zu verstehen. Zu verstehen, was unser Immunsystem da richtig tut, vielleicht im Kontext von Impfungen, da wollen wir noch drüber sprechen, aber was es vielleicht dann auch im Kontext von diesen schweren Covid-19-Verläufen falsch tut. Und um diese Komplexität des Immunsystems ein bisschen aufzudröseln, kann man sich einer Lehrbuchthematik bedienen, dass man dieses Immunsystem in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Und zwar haben wir es da einmal mit dem angeborenen Immunsystem zu tun, was man auch als nicht adaptives, nicht angepasstes Immunsystem bezeichnen kann, und dem angepassten Immunsystem. Und ein ganz netter Vergleich, den ich ganz gerne heranziehe, ist letztendlich, wenn wir unseren Körper sozusagen als ein schönes Haus, eine Villa betrachten, der interessant wird für einen Einbrecher, für ein Pathogen, zum Beispiel dieser SARS-CoV-2-Virus. Und unser angeborenes Immunsystem ist, wenn Sie so wollen, die Alarmanlage, die erstmal detektiert, dass so ein SARS-CoV-2-Erreger in uns eingedrungen ist. Und dann muss aber irgendwann die Polizei alarmiert werden und dann müssen die Spezialtruppen, die Spezialeinheiten kommen, und die sind dann im adaptiven, im angepassten Immunsystem verankert, weil die dann sozusagen mit ihren ganzen Koffern, Gerätschaften kommen und dann sehr zielgerichtet, angepasst an den Erreger agieren können, um ihn identifizieren zu können, um ihn dann eben auch eliminieren zu können und in diesem Kontext dann vielleicht auch ein Gedächtnis sozusagen, was wir dann bei Impfungen etablieren wollen, an diesen Erreger zu bekommen, um dann im nächsten Mal vielleicht umso besser reagieren zu können. Aber wir haben Teile dieser Polizei, so eine Art Selbstschutz, haben wir ja schon an Bord. Also wir müssen nicht alles importieren.
Nein, das ist richtig. Wir müssen nicht alles importieren. Das ist im Prinzip auch alles schon vorhanden. Wir müssen bei der Immunologie, beim angepassten Immunsystem, zwei Dinge. Wir müssen expandieren, also die, die schon da sind, verstärken, vergrößern, unsere Spezialeinheit dann schnell zusammenrekrutieren sozusagen, die spezifisch auf diesen Erreger ist. Und wir müssen auch im Sinne der Waffen spezifischer werden, weil wir ein Problem haben, dass unser Immunsystem sehr, ja, sehr schlagkräftige Waffen mit sich bringt. Das muss es auch. Aber dass dieses angeborene Immunsystem dafür bekannt ist, dass es gerne wild um sich schlägt, um erstmal den ersten Erreger oder die erste Welle des Erregers sozusagen einzudämmen, aber damit auch, das sind Begriffe, die man dann eher vielleicht auch aus anderen Berichterstattungen kennt, Collateral Damage produziert, also Schädigungen hervorruft, da wo eigentlich keine sein sollen. Und die Spezialisten wissen dann genau, wo sie vielleicht Schaden zufügen müssen, um den Erreger gezielt zu treffen. Vielleicht so eine Seitenbemerkung, das ist mir auch schon bei dem Professor Drosten aufgefallen, dass er zum einen so ein Virus also wie tatsächlich wie einen fast menschlichen Feind betrachtet und auch diese Kriegsterminologie verwendet. Motiviert einen das oder ist das einfacher für Sie mit uns da draußen in der Welt zu kommunizieren, also dass wir sozusagen dann leichter verstehen, worum es geht? Na, tatsächlich ist letztendlich, glaube ich, unser Immunsystem etwas, was wir im besten Fall gar nicht wahrnehmen, was aber tagtäglich sozusagen für uns in den Krieg zieht, ist wirklich sehr martialisch und vielleicht wird das auch verwendet, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber doch tatsächlich jeden Tag auch mit Waffen dagegen kämpft, dass Erreger aller Art, nicht nur Viren, sondern eben auch Bakterien, Pilze, alles, was da uns tagtäglich sozusagen penetrieren möchte, in Schach gehalten wird. Aber wir nähern uns jetzt so langsam unserem speziellen Gast heute Abend, der so hier hoffentlich nicht in der Luft rumschwirrt, Professor Tänzer. Wie kann denn dieses System, was gerade beschrieben worden ist, uns helfen, auch nachhaltig lang anhaltend Schutz beispielsweise gegen Viren zu konstruieren? Ja, für den langanhaltenden Schutz brauchen wir unbedingt das adaptive Immunsystem. Das adaptive Immunsystem ist in der Lage, hochspezifisch einzelne bestimmte Erreger zu erkennen und natürlich auch dann zu eliminieren. Mhm. Hier muss man unterscheiden, es muss zwei Möglichkeiten geben. Ein Virus kommt in den Körper, ist erst einmal außerhalb der Zelle. Hier kann es nur von Antikörpern erkannt werden. Das heißt, ein Impfstoff muss in der Lage sein, eine Antikörperreaktion hervorzurufen, um letztendlich das Virus, sobald es in den Körper kommt, zu neutralisieren. Das ist ein Mechanismus, den man beispielsweise bei der Hepatitis-Impfung. Dann hat es noch nicht angedockt, das Virus an der Zelle. Dann hat es noch nicht angedockt und es ist noch gar nicht in der Zelle drin. Mhm. Das Virus möchte sich aber vermehren, das Virus möchte in die Zelle. Deswegen hat jedes Virus bestimmte Rezeptoren, Proteine auf der Oberfläche, die ihm erlauben, in die Zellen hineinzukommen. Das Problem ist, sobald das Virus in der Zelle drin ist, ist es für Antikörper nicht mehr sichtbar. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Teil des Immunsystems, T-Zellen, die in der Lage sind, Zellen zu kontrollieren. Was passiert gerade in diesen Zellen? Und dafür gibt es im Immunsystem sogenannte MHC-Moleküle, die wirken wie kleine Schaufenster, wo gezeigt wird, was passiert in der Zelle, was stellt so die Zelle gerade Monitore her. Sozusagen, ja. Monitore, wie ein kleines Sampling von allem, was gerade in der Küche hergestellt wird. Ein kleines bisschen wird außen gezeigt. Und das erkennt das Immunsystem hochspezifisch. Wenn jemand wenn ich ein Buch anschaue und das Buch in Wörter zerlege, sehe ich als Deutscher wunderbar, das ist ein deutsches Buch gewesen. Mhm. Wenn da ein einziges russisches Wort auftaucht, erkenne ich das, weil es einfach fremd ist. Und das Immunsystem ist in der Lage, das adaptive Immunsystem zu unterscheiden zwischen fremd und selbst. Und das ist eben genau das, was wir dem Immunsystem im Rahmen einer Impfung beibringen müssen, dieses Virus schnell, effektiv als fremd zu erkennen und dann zu eliminieren. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten des adaptiven Schutzes, also verschiedene Impfstoffe nun, die man anwenden kann. Darüber diskutieren wir ja auch jetzt gerade bei der Suche nach dem idealen Impfstoff gegen Covid-19. Genau, das ist richtig. Natürlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, den Körper auf eine Infektion vorzubereiten und einen Schutz zu generieren. Das letztendlich einfachste ist eine passive Immunisierung. Dabei wird allerdings kein permanenter Schutz erzeugt. Das heißt, es werden Antikörper, die von einem anderen Patienten kommen oder auch von Tieren kommen. Das kennt man, wenn man von einem Hund gebissen wurde, wurden
kriegt man Antikörper, die ein potenzielles Tetanusvirus neutralisieren können als passive Immunisierung. Das vermittelt allerdings keinen langfristigen Schutz und aktiviert auch nicht das adaptive Immunsystem. Die nächste Möglichkeit ist, dass man den Körper sozusagen inaktiviere, tote Viren zuführt. Das Immunsystem kann diese erkennen, kann damit sehr gut Antikörperreaktionen erzeugen. Das ist beispielsweise bei der Hepatitis-Impfung der Fall. Mhm. Dann werden aktuell natürlich auch noch weitere Methoden getestet, um eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit ist hierbei, die letztendlich unschädliche, ungefährliche Viren zu verkleiden. Das heißt, man gibt diesen Viren einen Teil der Erbinformation, einen Bauplan mit, das einen Teil des Coronavirus in sich trägt. Das heißt, das Virus hat nicht nur seine eigenen Proteine, seine eigenen Eiweiße, sondern zusätzlich ein Protein aus dem Coronavirus, gegen das man eine Immunantwort erzeugen möchte. Dieses andere Virus, ein Vaccinia-Virus beispielsweise, ist nicht in der Lage, jemanden wirklich krank zu machen, aber es ist in der Lage, sich im Körper zu vermehren und das komplette adaptive Immunsystem sehr effizient zu aktivieren. Im Rheinland gibt es den Spruch, jeder Jeck ist anders. Professor Bob, das heißt womöglich auch, es reagiert auch womöglich jeder anders auf einen Impfstoff. Womit hat das zu tun? Ja, das ist tatsächlich richtig und das ist Gegenstand auch der Forschung. Das ist genauso ein Gebiet, wo wir auch tagtäglich dazu lernen. Aber es ist eben so, dass wir alle, ja, jeder Jeck unterschiedlich ist und auch jedes Immunsystem sehr individuell ist, auch wenn wir versuchen, das natürlich auf gleiche Nenner zu bringen. Und da ist zum Beispiel ein Parameter auch das Alter. Wir wissen heute relativ gut, dass wir nicht nur äußerlich sozusagen sichtbar altern, sondern dass auch unser Immunsystem mit uns altert und sich im Laufe unseres Lebens verändert. Die gute Nachricht hierbei ist sicherlich auch an alle Zuhörer, dass das auch wiederum sehr individuell ist. Das heißt nicht, der jüngste Zuhörer hat das jüngste Immunsystem und der älteste das älteste. Den Schluss kann man nicht einfach so ziehen. Aber tatsächlich im Mittel ist es so, dass auch unser Immunsystem altert und dass wir immer mehr dazu neigen, diese angeborenen Immunantworten zu zeigen. Also diese nicht-adaptiven. Die Frage ist, und das ist was ganz aktuelle Forschung ist, was Leute umtreibt, wie das passiert. Passiert das vielleicht sogar schon auf Ebene von Stammzellen? Ich will gar kein neues Thema jetzt hier aufmachen in der Diskussion. Da stellt natürlich immer die Frage auch dahinter, können wir das beeinflussen? Können wir das vielleicht wieder jünger machen, unser Immunsystem? Und da sind wir guter Dinge, dass wir mit Grundlagenforschung auf dem richtigen Weg sind. Also sind die Gene womöglich? Aber auch Proteine können eine Rolle spielen wiederum? Genau, letztendlich kann man das auf Veränderungen auch in unserem Erbgut zurückführen. Da gibt es Begriffe wie das Inflammaging, also das Altern unter Inflammation, also unter Entzündungen altern. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass das die Expression von Genen, also die Produktion letztendlich dann von Proteinen, mit denen sich der Herr Tänzer beschäftigt, zu verändern, die dann die Zelle entweder zum angeborenen Immunsystem zählen lassen oder zum adaptiven Immunsystem. Wir haben ja jetzt viel in der Corona-Krise darüber diskutiert, wie gefährdet alte Menschen sind. Ein Grund könnte sein, dass deren Immunsystem eben von der Wahrscheinlichkeit her häufiger älter ist und abgenutzter als bei anderen. Gibt es noch andere Gründe, Professor Tänzer, warum eine Widerstandskraft nicht so stark ist, dass es so ein Virus abhält oder dass man mit der Krankheit nicht so gut klarkommt? Natürlich, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Das heißt, jeder von uns ist extrem unterschiedlich, was das Immunsystem angeht. Jeder hat unterschiedliche von diesen Schaufenstermolekülen, die Virusbausteine präsentieren können. Das heißt, jeder von uns reagiert von seinem Immunsystem komplett anders auf dieses Virus. Auch bei anderen Impfungen ist das durchaus der Fall, auch bei einer Hepatitis-Impfung. Manche Leute bekommen einfach keinen Titer gegen Hepatitis, egal wie oft man sie mit dem Standardimpfstoff impft. Das ist ganz normal. Auch in der Bevölkerung wird es, falls es mal einen Coronavirus-Impfstoff gibt, wird es Leute geben, die besser auf diesen Impfstoff reagieren und Leute geben, die eben keine Immunantwort dagegen aufbauen können.
Hat das denn auch diese Verschiedenartigkeit damit zu tun, dass es manche Menschen gibt, die man, ich glaube, inzwischen als Spreader bezeichnet, weil sie eben im großen Maße eben auch das Virus weiterverbreiten? Also da kann man natürlich auch sicherlich auf das Immunsystem abzählen. Wenn etwas eliminiert ist, kann es auch nicht mehr verteilt werden. Und das ist sicherlich so, dass es da ja die Individualität wieder zu tragen kommt, dass der eine vielleicht von uns das Virus in Schach halten kann, aber es eben nicht vollständig eliminieren kann, weil seine Immunantwort das eben nicht zulässt. Und der andere in uns das Virus sehr gut eliminieren kann und dadurch dann eben auch weniger von dem Virus wieder verteilen kann. Definitiv. Zum Schluss, wir haben noch 5 Minuten, würde ich Sie gerne noch etwas fragen, was nicht ganz unmittelbar in Ihr Fachgebiet fällt, aber Sie lesen Zeitung, Sie schauen Nachrichten, hören Rundfunk. Momentan hat man den Eindruck, Feststellung Nummer 1, es gibt derzeit keinen Impfstoff, mit dem man Covid-19 proaktiv bekämpfen kann. Oder wissen Sie mehr? Nein, auch wir, auch wenn wir sehr nah natürlich auch hier einen lokalen Player haben, wissen wir leider auch nicht mehr. Aber Herr Shahin hat Ihnen auch nicht mehr erzählt als der Presse. Herr Shahin ist tatsächlich Professor bei unserem Institut, aber wie es der Zufall will, könnten wir mehr erfahren, aber auch da wissen wir nicht mehr als Also es ist ja schon mal sensationell, ohne Werbung für eine Firma zu machen. BioNTech sitzt hier in Mainz, ich bin Wiesbadener, vereinnahme die Mainzer gerne mit. BioNTech sitzt hier, wird auch öffentlich gefördert, aber es spielt ja auch jetzt Geld keine Rolle. Die 4 EU-Länder haben sich an einer englischen Firma beteiligt, alles rätselt. Was wissen die, was wir nicht wissen? Sind die so weit? Jetzt kaufen wir auch noch Anteile an einer Tübinger Firma. Sind die auch im Wettlauf schon so weit und weiß man damit? Was sind für Sie Parameter, an denen Sie festmachen würden, wie weit jetzt schon einer mit seiner Testreihe ist oder ob ein Impfstoff oder ein Modell, was er da aufgesetzt hat, chancenreicher ist als andere? Also letztendlich kann man das wirklich erst betrachten, sobald die ersten Ergebnisse aus klinischen Studien vorliegen. Wir spielen Lotto. Wir maximieren unsere Chancen im Moment. Ich denke, wir wissen noch nicht, welcher von diesen verschiedenen Ansätzen, einen Impfstoff zu entwickeln, erfolgreich sein wird. Es kann gut sein, dass ein abgetötetes Virus eine gute Immunantwort macht. Es kann sein, dass so ein modifiziertes, einfaches Virus eine gute Immunantwort macht. Es kann sein, dass die RNA-basierten Ansätze von BioNTech oder von CureVac letztendlich zum Ziel führen werden. Ich denke, es ist essentiell, auch um für alle die besten Chancen zu haben, dass mehrere verschiedene Ansätze eben parallel getestet werden, in parallelen Studien getestet werden, um möglichst schnell zu einem funktionierenden Impfstoff zu kommen. Man liest ja immer wieder, dass es vielleicht ja doch Parallelen gibt zu den Epidemien oder zu den Viren, die schon mal aufgetreten sind. Also SARS-Komponenten von vorherigen Epidemien, die man einsetzt, die hat man erfolgreich bekämpft, um jetzt vielleicht doch dieses Coronavirus zu bekämpfen oder vor allen Dingen diese Covid-19-Type. Wie erfolgreich, glauben Sie, könnte das sein? Ja, also das ist natürlich ein Prinzip, was in der Natur immer verfolgt wird. Und wenn wir zum Beispiel zurückkommen, meistens, wenn in Häuser 2- oder 3-fach eingebrochen wird, wird auch immer die eine Terrassentür genommen, das eine Fenster. Also wenn sich sozusagen auch auf der negativen Seite was bewährt hat bei den Viren, dann geben die das auch gerne weiter und verwenden das natürlich auch wieder. Und so kann diese Strategie auch zum Erfolg führen. Ich glaube aber eben auch, dass, wie der Herr Tänzer schon gesagt hat, wir viele Strategien brauchen. Ja. Und ich das gar nicht so gerne als Wettbewerb der Firmen sehen möchte, sondern wahrscheinlich eher sozusagen als eine gemeinsame Lösung dieses Problems im besten Fall, um auch der Individualität wieder der einzelnen Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Es gibt Vorhängeschlösser, es gibt Hunde, es gibt Alarmanlagen, also verschiedene Wege nach Rom zu kommen oder Einbrecher draußen zu halten. Vielen Dank, Professor Bob, Professor Tänzer. Herzlichen Dank. Erfolgreiche Arbeit wünsche ich Ihnen in unserer aller Sinne. Dankeschön. Besten Dank. Ja, jetzt bitte ich meinen Co-Moderator zu mir, den nimmermüden Einfallsreichen, Professor Christian Fahl. Vielleicht gibt es ja schon, öffnen wir mal ein Schaufenster, eine Idee, was wir vor der Bratwurst beim nächsten Mal machen. Oder sagen Sie, da muss ich jetzt noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich bin jetzt so von Corona beeinflusst, ich konnte mich mit gar nichts anderem mehr beschäftigen. Also das werden wir, es gibt eine Reihe von Ideen, es gibt eine geplante Serie, die eigentlich auch schon fertig ist, aber wir werden das selbstverständlich mit dem Vorstand abstimmen, weil das auch davon abhängig sein wird, unter welchen Bedingungen das stattfinden kann. Notfalls machen wir halt mit diesen Online-Veranstaltungen weiter, da haben wir auch schon
nicht zuletzt von Ihnen positive Signale bekommen, dass wir da einen Fallschirm haben, dass Nachtvorlesung in jedem Fall weitergehen kann, selbst wenn es die äußeren Bedingungen noch nicht zulassen werden. Ja, und ich glaube, die Uniklinik wird auch weiter Fachleute bereitstellen, die uns hier bereichern. Da bin ich sicher, denn dieses Format hat ja gezeigt, dass es auch für die Uniklinik ein wichtiges Instrument sein kann, den Kontakt mit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und die Transparenz der Informationsvermittlung zu gewährleisten. Und ich glaube, das hat viel Vertrauen geschaffen zwischen niedergelassenen Kollegen, Bürgern und den hier in der Unimedizin selbst tätigen Kollegen. Vielen Dank. Ich sage auch nochmal Danke fürs Zuhören. Und im Sinne von Dr. Kohnen, dem Chefhygieniker, achten Sie auf die Regeln, die sind wirklich nicht so schwierig. Bleiben Sie auf Abstand, da wo die Maske empfohlen wird, tragen Sie am besten. Hände waschen nicht vergessen, aber das wissen wir eigentlich aus der Kindheit. Danke, guten Abend und gute Zeit.